Herzlich willkommen hier wie immer in Ommersheim. Heute Abend geht es um das Thema Intervallfasten. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema, weil man liest ja überall, wie toll das Intervallfasten ist. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das wieder ein Hype, immer so eine neue Mode oder ist wirklich was dran? Was meinen Sie? Ich sage schon gleich, es ist was dran, man muss es nur richtig machen. Für die mich nicht kennen, mein Name ist Hardy Walle, ich bin Internist, Ernährungsmediziner, mache schon ewig Ernährungsberatung und will Ihnen heute wirklich mal was zu diesem Thema, ja, so ein bisschen im Hintergrund erzählen. Im Focus Online, das vor 2 Jahren, da war in Deutschland dieses Intervallfasten noch gar nicht so ein Hype, war das noch gar nicht so bekannt vor 2 Jahren, ja, war mal ein Artikel zu dem sogenannten Frühstücksfasten. Also Sie kennen vielleicht Dinner Canceling, Abendessen weglassen. Da war ein Artikel zu dem Frühstück weglassen. Ja, damals hat man noch gar nicht so richtig vom Intervallfasten gesprochen. Und die haben mich dann als Ernährungsexperten angeschrieben oder ja, angemailt, ob ich zu diesem Thema was sagen könnte. Weil da gab es einen Engländer, einen Biochemiker, Terence Keeley, und der hat ein Buch geschrieben, in dem er das Frühstücken als das neue Rauchen bezeichnet hat. Also Frühstücken wär ganz schlecht. Und zwar hat er selbst festgestellt, er hat einen Diabetes, er ist also zuckerkrank, und hat festgestellt, wenn er morgens dann Müsli oder Porridge oder was ich, Marmeladenbrot isst, dass sein Blutzucker dann höher ist, als wenn er nichts isst. Ich sage, das ist eine ganz tolle Erkenntnis. Ja? Also wenn ich mich selber kitzle, kann ich den ganzen Tag lachen. Ne? Es ist ja klar, wenn ich irgendwelche Kohlenhydrate esse, dass der Blutzucker hochgeht. Also er hat den Schluss daraus gezogen, lass das Frühstück weg, dann ist dein Blutzucker besser. Stimmt mal zunächst. Ja, also zunächst stimmt das schon. Aber ich sage schon mal gleich, das ist der ganz große Fehler in der Ernährungsberatung, dass wir immer eine einzelne Mahlzeit uns angucken, ja, und nicht gucken, was im Laufe des Tages passiert. Wenn ich das Frühstück weglasse, habe ich weniger Kalorien, das ist schon richtig. Aber wie sieht es dann aus, bis ich abends ins Bett gegangen bin? Ja? Und gar nichts essen ist ja auf Dauer auch nicht gut, ja, weil von irgendwas muss man ja auch leben. Ja? Also von daher haben die gesagt, wie ist denn das jetzt mit dem Ganzen? Ja? So, und wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, dann gibt es Gründe, die für das Fasten sprechen, ganz klar. Aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Ja? Also sowohl als auch. Und Fasten heißt mal zunächst nicht nichts essen. Das ist immer der ganz große Fehler, dass Leute meinen, Fasten heißt nichts essen. Hat hier schon jemand von Ihnen mal Leberfasten gemacht? Einige. Mit, glaube ich, hoffentlich oder tollen Stoffwechselverbesserungen. Ja? Großer Effekt. Und das ist ein Fasten über 14 Tage, Leberfasten. Aber Sie haben was gegessen. Was haben Sie gegessen? Gemüse, Eiweiß und ein bisschen gutes Fett. Was haben Sie nicht oder ganz wenig gegessen? Kohlenhydrate. Das heißt, Fasten heißt eigentlich vom Stoffwechsel her, die Insulinspiegel flach halten, damit der Körper körpereigene Reserven und in dem Fall das Fett aufschließen kann, damit Sie die Fettverbrennung vor der Nacht, die Sie durch das Frühstück unterbrechen, Breakfast, ja, also Sie brechen das Fasten mit dem Frühstück. Daher kommt der Name Breakfast im Englischen. Ja? Das heißt, es geht darum, dass der Insulinspiegel niedrig bleibt und dass der Körper seine Fettreserven aufspalten kann. Weil ich habe gesagt, es kommt ja darauf an, was sonst passiert. Ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, Amerikaner 30-40% Frühstücke nicht. Ja, das nennt sich Breakfast Skipping. Ja? So, die Frühstücke nicht. Und wir wissen heute, wenn ich ohne Frühstück aus dem Haus gehe, da kann es passieren, dass ich dann überkompensiere. Und das ist eine Arbeit vom Jahre 2018 auf Journal of Nutrition, also eine sehr anerkannte Zeitschrift, die sich mit Ernährung beschäftigt. Da heißt es so schön, oder es kam heraus, ja, dass die Zahl oder das Diabetesrisiko stieg an mit der Zahl, an denen nicht gefrühstückt wurde, mit den Tagen, an denen nicht gefrühstückt wurde. Und am höchsten war das Diabetesrisiko, wenn an 4 oder 5 Tagen der Woche kein Frühstück eingenommen worden ist. Ja, also das heißt nichts essen. Ja, warum steigt dann das Risiko an? Also ich esse doch nichts, der Zucker besser. Ja, das Problem ist halt, ich esse später. Und die Leute essen oft mehr. Und am Ende ist es entscheidend, was ich gegessen habe.
Ja, was bringt Intervallfasten? Ist auch eine Arbeit von 2018 im American Journal of Clinical Nutrition. Ja, also Intervallfasten liegt voll im Trend. Man soll 8 Stunden am Tag darf man essen, die anderen 16 Stunden soll man nichts essen. Und bei der Studie mit über 150 übergewichtigen Teilnehmern, ja, kam zu dem Ergebnis, dass das Intervallfasten im Vergleich zu einer normalen Reduktionsdiät mit um 20% verringerter Kalorienaufnahme keine wesentlichen Vorteile hat hinsichtlich des Gewichtsverlaufs. Also entscheidend ist, was ich am Ende des Tages gegessen habe. Ja, das ist das A und O. Ja, also manche Leute meinen, ich lasse das Frühstück weg und dann kann ich mittags und nachmittags und abends essen, was ich will. Wäre toll. Also merken Sie schon mal gleich, es geht nicht, ohne dass man Ernährung umstellt. Es geht nicht, dass man sich hier an diese modifizierte mediterrane oder mediterrane Low-Carb-Ernährung hält. Also Kohlenhydrate reduziert und viel, viel Gemüse isst, hochwertiges Öl natürlich und auch wichtig Eiweiß. Ja? Die Frage ist also nicht, ob ich frühstücke, da würde ich ganz klar sagen, ja, sondern es kommt darauf an, was ich frühstücke. Was ich frühstücke. Ja? Und da ist natürlich Marmeladenbrötchen oder Nuss-Nougat-Creme, ich will den Namen jetzt nicht sagen, oder sonst was. Sie haben gerade dran gedacht. Nicht perfekt. Ja, und ich würde auch sagen, ein eiweißbetontes Frühstück ist auch besser als ein reines Müsli. Auf jeden Fall. Ja? Wobei, so ganz pauschal kann man es natürlich nicht sagen. Wenn Sie Müsli essen und machen dann, was ich, eine 20 Kilometer Wanderung, ist das auch okay. Ja, aber die meisten gehen auf die Arbeit, sitzen im Auto, sitzen am Schreibtisch und haben sich vorher den Bauch und damit den Körper voller Kohlenhydrate geladen. Und die landen irgendwann im Fett. Ja? So, also es kommt nicht darauf an, ob ich frühstücke, sondern was ich frühstücke. Und wir wissen ja aus vielen Studien, wenn ich eiweißreich frühstücke und wichtig auch und gleichzeitig die Kohlenhydrate reduziere. Ja? Also und gleichzeitig die Kohlenhydrate reduziere. Fett spielt da gar keine große Rolle, gutes Fett. Ja, können Sie ruhig vollfette Milchprodukte und sowas verwenden. Dann essen Sie im Laufe des Tages, und das ist das Entscheidende, etwa 400 Kilokalorien weniger. Warum? Ganz genau, Eiweiß sättigt. Und verringert die Nahrungsaufnahme in der nachfolgenden Mahlzeit. Ja, und das ist wie auf der Bank. Am Schluss wird Bilanz gezogen. Einnahme, Ausgabe. Ja, und wenn Sie abnehmen wollen, muss das Ganze negativ sein. Ja, so, das heißt, es kommt darauf an, wie viel ich im Laufe des Tages gegessen habe. Ja, so. Und deshalb Fasten und Frühstücken, wie passt das zusammen? Ja, es geht einfach darum, dass Sie morgens Kohlenhydrate weglassen, ganz klar, aber gleichzeitig Ihrem Körper alles geben, was er braucht. Also ich arbeite gern mit Shakes, kompletten Mahlzeitersatz. Wichtig ist auf jeden Fall Eiweiß geben. Ja, dann, und wenn Sie das richtige Eiweiß geben, das nennt sich Molkenprotein, dann steigern Sie sogar die Fettverbrennung. Sie haben mehr Fettverbrennung, als wenn Sie nichts essen würden. Ja, und Sie sind satter. Ja, und dann kann der Körper 16 Stunden aufs Fett zurückgreifen. Es ist leider in Englisch, aber vieles in der Ernährungsmedizin kommt aus dem Ausland. Ich übersetze Ihnen das einfach. Man hat hier Menschen genommen, Erwachsene, die bisher dieses Breakfast-Skipping gemacht haben, also Frühstück ausgelassen haben, ja? Übersprungen haben, also nur mittags und abends gegessen haben. Ja? Die aber auch schon ein bisschen Gewichtprobleme hatten. Ja? Und dann hat man geguckt, was passiert, wenn ich die frühstücken lasse. Und zwar einmal hat man dann geguckt, normales Frühstück, das heißt hier NP, Normal Protein. Und einmal hat man geguckt, was passiert, wenn ich denen ein eiweißbetontes Frühstück gebe. Ja? So, also man hat geguckt, diese Menschen, die das Frühstück weggelassen haben, einmal normales Frühstück, einmal ein eiweißbetontes Frühstück. Und dann hat man geguckt, was passiert mit dem Hunger, wie viel essen die und wie verändert sich ihr Körper. Also nicht nur Gewicht, sondern auch Körperfett und sowas. Ja? So. Und es kam ganz klar raus, dass ein Frühstück mit viel Eiweiß, High Protein davor geschützt hat, ja, dass man Fettmasse zunimmt und die Leute haben insgesamt weniger gegessen. Und deshalb sagen die Autoren hier, man sollte also nicht das Frühstück weglassen, sondern man sollte eiweißbetont frühstücken. Die haben beim Frühstück 35 Gramm Eiweiß gegessen. Hier sind nochmal die Grafiken. Also das heißt, das ist die Veränderung des Körperfettes. Immer ganz wichtig. Wenn Sie Frühstück weglassen, ja, das ging über 12 Wochen, 1,6 Kilo Fett zugenommen.
Diejenigen, die ein normales Frühstück eingenommen haben, haben so 300 Gramm, 200 Gramm zugenommen. Und die ein High-Protein-Frühstück genommen haben, die haben abgenommen. Verrückt. Ich esse und nehme ab. Deshalb sage ich auch immer, wer abnehmen will, muss essen. Deshalb machen wir hier Ernährungskurse und keine Hungerkurse. Verstehen Sie? Ja, ist ja so. Sie müssen kapieren, was Sie essen. Ja? So, und warum haben die abgenommen? Warum haben die abgenommen? Das hier heißt Change in Daily Intake, heißt, wie viele Kalorien haben die am Tag gegessen? Ad libitum heißt freiwillig. Die Engländer oder Amerikaner rechnen in Kilojoule, also das heißt, wir machen ja Kilokalorien, also rund geteilt durch 4. Ja? So, und diejenigen, die ohne Frühstück aus dem Haus gegangen sind, haben etwa 1600 Kilokalorien, also Kilojoule, also 400 Kilokalorien mehr zu viel gegessen. Die gefrühstückt haben, haben etwa 100, 150 Kalorien, Kilokalorien zu viel gegessen. Jetzt entscheidend aber hier, die morgens eiweißreich gefrühstückt haben. Die haben im Laufe des Tages dann weniger gegessen. Und am Ende zählt die Summe, ganz einfach. Dem Körper ist egal, wann sie ihre Kalorien essen. Ja? Am Ende des Tages zählt die Summe. Und das ist der Effekt. Warum haben die weniger gegessen? Weil sie weniger Hunger hatten. So einfach ist es. Ja? Weil das ist ja der Unterschied, auch was ich immer sage. Sie sollen nicht hungern. Wenn sie hungern, dann sagt der Körper, mir fehlt irgendwas. Und wenn sie Hunger haben, dann schaffen sie es auf Dauer, sich nicht zu kontrollieren. Also ich schaffe es nicht. Sind Sie schon mal hungrig einkaufen gegangen? Ganz, ne? Ne, das geht jedem, das ist witzig, aber es geht jedem so. Das hat nichts mit Schwäche oder sonst was zu tun. Es ist ja normal, wenn ich Hunger habe, sagt der Körper, ey, ich brauche was. Das war ja auch der Antrieb, dass wir auf die Jagd gegangen sind, auch uns in Gefahr begeben haben früher. Ja? Also Hunger ist ein Urtrieb und deshalb muss ich den Hunger steuern. Und das hat man hier geguckt, man kann über so Scores Hunger messen. Ja? Das sind einmal die Kurven hier, aber hier ist eindeutiger nochmal, muss es sehr schön sehen. Veränderungen der Hungerkurve, sage ich mal. Kontrollgruppe ohne Frühstück schieben Kohldampf. Die etwas frühstücken, haben weniger Hunger. Und die Eiweiß betont, das sind die gleichen Kalorienmengen übrigens. Ja? Die Eiweiß betont frühstücken, ja, haben deutlich weniger Hunger, 20% weniger Hunger als die anderen. Ja, und das führt dazu, dass ich dann einfach weniger esse. Das ist überhaupt nichts Neues. Ich habe ganz bewusst von 2011, da gibt es auch noch ältere Arbeiten. Ne? Das ist überhaupt nichts Neues, sondern wir wissen einfach, Eiweiß macht satt. Eiweiß macht satt. Ja? Und wenn ich jetzt morgens Eiweiß esse, ob das ein Quark, also ein Joghurt, ob es Eier ist. Ja, also wenn ich morgens eine eiweißbetonte Diät esse, dann werden über den Tag, und das kommen wieder diese 400 Kilokalorien. Und ich zeige Ihnen gleich nochmal. Das ist ganz witzig, wenn man große Gruppen untersucht, in Studien, kommt fast immer dieser Wert, dass etwa im Schnitt 400 Kilokalorien weniger gegessen werden. Es gibt Studien, da kommt es 200, es gibt Studien, das sind 600 Kilokalorien, aber im Mittelwert sind es immer etwa 400. Und die Eiweißmenge ist immer so 25 bis 35 Gramm Eiweiß. Ja? Also 3-4 Gramm nützen nichts, also ein Ei ist zu wenig. Ja? Aber wenn Sie da ein bisschen mehr essen oder Eiweiß betont essen, dann funktioniert das. Ja? Ein Eiweißshake reicht. Also kommt drauf an, was für ein. Das ist ja das große Problem. Ich zeige Ihnen ja nachher gleich noch den ich entwickelt habe, dieses Daystart für das Frühstück. Also alle Shakes, die wir haben, ja, haben überwiegend Eiweiß drin. Ja? 60-70%. Weil ich sage ganz bewusst, es gibt in Deutschland Eiweißshakes, die haben mehr Kohlenhydrate als Eiweiß. Und da funktioniert das nicht. Und wenn Sie, aber ich zeige es am Schluss nochmal, wenn Sie so einen Shake einsetzen wollen für dieses, ich nenne es modifizierte Intervallfasten, also ein bisschen abgewandelt, ich nenne es auch gerne modernes Intervallfasten, ja, dann sollte der weniger als 10 Gramm Kohlenhydrate in 100 Gramm Pulver haben. Ja, also sehr kohlenhydratarmer. Ja, die meisten Shakes, die wir haben, haben so 5, 6 Gramm Kohlenhydrat und 100 Gramm Pulver. Mehr nicht. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ansonsten geht der Insulinspiegel hoch und Sie haben keine Fettverbrennung. Und dann gehen wir davon aus, dass unser Körper so etwas hat wie einen Eiweißhunger oder einen Eiweißmessfühler. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben von Bas Kaas, der Ernährungskompass. Relativ gutes Buch. Also 90% will ich unterschreiben, nicht alles, aber eigentlich gut recherchiert. Und er beschreibt dort auch diesen Eiweißhunger. Ja?
Die ersten Arbeiten dazu, die sind schon über 10 Jahre, 15 Jahre alt. Die sind von einem Herrn Simpson und später einem Herr Gosby. Die haben das auch nochmal überprüft. Also ich sag mal ganz, ich versuche das mal, was bei den Studien herauskam, so zu übersetzen. Wir gehen davon aus, dass unser Körper einen Messfühler hat, wie viel Eiweiß habe ich gegessen. Da Eiweiß für unseren Körper essentiell ist, also wenn Sie kein Eiweiß essen, sterben Sie irgendwann. Ja, also Sie können Kohlenhydrate Ihr ganzes Leben lang weglassen, passiert gar nichts. Die sind nicht essentiell für unseren Körper, die kann er ja selber machen aus Eiweiß und Fett. Ja? So, aber Eiweiß müssen wir essen. Und deshalb war es für unseren Körper ja wichtig, dass wir immer zumindest mal ein Minimum an Eiweiß gegessen haben. Deshalb sagten wir, es ist eine Hypothese, wir messen wahrscheinlich über bestimmte Mechanismen, genau wissen wir es noch gar nicht, wie viel Eiweiß habe ich gegessen. Und der Körper sagt, ess weiter, solange bis du eine Mindestmenge an Eiweiß hast. Und übrigens, da kommt auch immer raus, dass der Körper so dieser Eiweißhunger dann aufhört, wenn Sie etwa so 0,8 Gramm pro Kilo, was Sie wegen Eiweiß gegessen haben. Also nicht die optimale Zufuhr, die liegt bei etwa 1,2, aber so, wenn er so zwei Drittel der Versorgung schon mal hat, dann sagt er, jetzt sind wir schon mal auf der sicheren Seite. So die Mindesteiweißmenge, die unser Körper braucht. Ja? So. Übrigens, der Bascas beschreibt das dann so schön. Er nennt das die Eiweißverdünnung. Ja, wenn ich pures Eiweiß esse, zum Beispiel so ein Shake, also, ja, dann habe ich ja sehr schnell meine Eiweißmenge, damit der Körper befriedigt ist, ohne dass ich viele Kalorien gegessen habe. Pures Eiweiß ist aber teuer. Ein Steak oder ein reiner Schinken ist teurer als eine Wurst. Warum ist die Wurst billiger? Weil man da vieles noch reinmischen kann. Und was passiert jetzt? Es wird das Eiweiß verdünnt. Ja? Da haben Sie zum Beispiel ein Käsewürstchen. Ja? So, um jetzt die gleiche Menge Eiweiß zu essen, die Sie mit einem mageren Steak essen würden, ja? Wenn Sie das über Käsewürstchen versuchen oder hier im Saarland die Jona Fleischkäsebäck oder sowas, ja? Dann nehmen Sie auf dem Weg dahin, wo Sie das Eiweiß zu sich nehmen, so viel unnötige Fettkalorien und sowas mit, ja? Dass Sie dann halt übergewichtig werden. Weil wir immer kein pures Eiweiß mehr essen, sondern verdünntes Eiweiß. Einfach aus Kostengründen. Ja? So, und das ist mit einer der Gründe, warum wir übergewichtig werden. Und deshalb sage ich, Leute, wenn Sie sich hier nach Logi ernähren, dann essen Sie halt einen Fisch, der hat gerne auch noch ein bisschen Fett. Sie essen idealerweise vergorene Milchprodukte, aber was Sie hier auf diesen Bildern gar nicht finden, ist Wurst. Kein Liona, kein Fleischkäse, keine Salami finden Sie hier nicht. Warum? Weil da wird das Eiweiß verdünnt, aber leider mit vielen Kalorien. Ja? Verstanden? So, und das heißt, deshalb ist es clever, dass man hingehen sollte und möglichst früh schon diesen Eiweißhunger stillt, also mit Eiweiß in den Tag starten. Und insgesamt haben eiweißbetonte Diäten, das sagen alle Studien inzwischen, einen besseren Sättigungsfaktor. Und sie essen ad libitum, ohne sich Gedanken zu machen, weniger. Wenn mich jemand fragt, wie viele Kalorien hast du gestern gegessen? Also ich weiß es nicht, wie viele Kalorien ich gestern gegessen habe. Weiß ich nicht. Ich zähle meine Kalorien nicht. Ja? Wenn jemand mich fragt, wie viel Prozent Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, genau weiß ich es nicht. Ich sage ganz einfach, ich versuche auf 100, ich habe rund 80 Kilo, mal 1,2 wären 100 Gramm Eiweiß, mal 1,5, mache ein bisschen Sport, eher noch ein bisschen mehr. Also ich versuche auf 100 bis 120 Gramm Eiweiß zu kommen. Und dann versuche ich Gemüse zu essen, bis es mir die Ohren rauskommt. Und wer bei mir im Kurs ist, kennt den Spruch, kein Tag ohne Salat. So, und wenn ich das alles gefuttert habe, dann ist oft gar kein Platz mehr und ich habe gar keine Lust mehr auf Kohlenhydrate. Verstehen Sie? So einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Und ich war die ganze letzte Woche unterwegs, von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und wirklich von, also quer durch Österreich bis Berlin. Ja? Zum Teil nachts um 4 aufgestanden, 6 Uhr am Flughafen und. Und dann kommen Sie ja nicht richtig zu essen. Aber wenn Sie, was haben Sie in der Regel im Hotel im Frühstück? Ich sage immer, die tun mir richtig leid, wenn ich da einmal durchgehe. Ist die Lachsplatte halb leer? Wenn ich dann frage, Eier, immer 2 Spiegeleier idealerweise, ja? Dann findest du vielleicht noch einen schönen Schinken, dann haben sie noch einen Joghurt und Quark, aber bitte immer Natur, ja? Und dann haben sie ja schon alles, was sie brauchen. Da schlage ich richtig zu. Das sind auch Kalorien. Aber ich habe danach nicht das Problem, um 11 Uhr am Bahnhof, am Flughafen, die Currywurst, die Teilchen und alles, was man da unter... Ja, ist ja so. Was macht 80% der Leute? Die morgens eine Tasse Kaffee, ab geht's, lieber ein bisschen länger im Bett liegen oder sowas und dann irgendwo unterwegs wird dann, und unterwegs, ich sag mal jetzt übertrieben, bitte nicht falsch verstehen, kriegen sie in der Regel nur Schrott. Das ist das Problem, ja? Und deshalb sage ich, ich muss ordentlich essen morgens, wenn ich genau weiß, heute komme ich nicht richtig dazu.
Grenze. Das heißt also, und das ist der ganz große Unterschied zu allem, was Leute immer sagen. Was habe ich eben nicht aufgezählt beim Frühstück? Brötchen. Brötchen. Ja, also wenn ich am Intervallfasten bin, lasse ich dann das Brot weg. Das ist alles wirklich schon gut gesichert. Das hier ist eine Arbeit von 2009, eine riesen Meta-Analyse von Donald Lehman, auch wieder ein Amerikaner. Ja, die haben also wirklich Studien gewälzt und kamen dann zu dem Ergebnis, ja, der Eiweißgehalt in der Nahrung ist der Schlüssel für Sättigung und die Regulation des Appetits. Mama, wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Wenn ich satt bin, höre ich auf. Alles andere ist mir egal. Ja? Der Eiweißgehalt in der Nahrung. So. Eiweiß sättigt mehr als Kohlenhydrate und Fett. Und jetzt kommt's. Und reduziert die Nahrungsaufnahme in der nachfolgenden Mahlzeit. Ja, die Leute gucken immer, was habe ich gerade auf dem Teller? Super, da esse ich gar nichts, habe ich null. Aber wenn ich ins Bett gehe, dann habe ich dann 3000. Ja? Ja, das geht bis zum Abendessen. Die Leute essen abends ganz wenig. Dann kann man ja vom Fernsehen nur ein bisschen Chips essen, oder? Ich habe gerade zu wenig zu Abend gegessen. Nein, das ist immer der Fehler. Essen sich bei Tisch satt, wo sie steuern können. Und nicht dann nachher, was sie so an Fertigprodukten sich reinziehen. Das ist in der Regel immer verkehrt. Und auch da kam wieder raus, ja, dass im Schnitt die Energieaufnahme etwa um 400 Kilokalorien pro Tag zurückgeht. Eiweiß sättigt mehr als Kohlenhydrat oder Fett. Das haben wir doch alle gelernt. Die Kohlenhydrate sind die Sättigungsbeilage. Kennt jeder. Die sind die Sättigungsbeilage. Ja, aber das ist ja falsch. Eiweiß ist doch die Sättigungsbeilage. Wissen Sie, woher der Begriff kommt? Das ist ein Begriff, ja, es ist ein ökonomischer Begriff. Wenn Sie in der Großküche arbeiten, im Krankenhaus, im Altersheim, im Kindergarten, was weiß ich, wie viel haben Sie dann im Krankenhaus für die Verpflegung des Patienten am Tag zur Verfügung? 3 Euro. Ja, 3 nehmen wir ja ganz, zwischen 4,50 und 6 Euro, je nach Klinik. Im Schnitt so um die 5 Euro. Und dann müssen Sie halt 2 Scheiben Graubrot, eine Salami und so ein Döschen Fruchtjoghurt. Mehr ist da nicht drin. Sehen Sie? Das heißt, Sättigungsbeilage kommt aus der Zeit, wo man Essen, also ökonomisch, also unter Geldaspekten gesehen hat, wie kriege ich den Leuten irgendwas auf den Teller, ohne dass es sehr teuer ist. Das ist einfach das Thema. Ja? Das hat nichts mit dem Stoffwechsel zu tun, was sie satt macht. Also vergessen Sie den Begriff, weil das habe ich auch schon mal erlebt. Da war ich essen gewesen und das mache ich eigentlich oft so, wenn ich abends esse oder sowas und sage, was, wissen Sie was, lassen Sie die Nudeln oder die Kartoffeln weg und machen Sie mir mehr Gemüse drauf. Ja, das kriegen Sie fast immer. Ja, und dann hat er gesagt, ah, Sie wollen keine Sättigungsbeilage. Er sagt, nee, ich will keine Kohlenhydrate, satt werde ich durch das Steak. Ja, ja, da müssen Sie immer noch aufklären dafür. Ja, gut. Das ist ganz spannende Arbeit. Finde ich also richtig interessant. Und zwar hat man Menschen abnehmen lassen mit einer Formula, also nur Shakes, ja, bis sie im Schnitt 10 Kilo abgenommen haben. Und dann hat man geguckt, das ist das große Thema, wie halte ich am besten mein Gewicht? Und die untere Zickzack-Gruppe, die haben dann 3-mal im Jahr 5 Wochen lang reine Formula gemacht. Also das Leberfasten ist ja auch eine Formula. 3 Shakes. Und ich finde das auch super. Aber ganz ehrlich, 3-mal im Jahr, 5 Wochen lang, nur ums Gewicht zu halten, ist nicht so, das wäre nicht meins. Ja? So, aber funktioniert. Ja? Im Großen und Ganzen. Die anderen, denen hat man gesagt, du kannst 1 oder 2-mal, die meisten haben einmal am Tag gemacht, einen Shake trinken. Die meisten haben morgens zum Frühstück einen Shake getrunken. Und wenn Sie gucken hier, das sind hier über 150 Wochen, also 3 Jahre, gleich. Das heißt, damit kann man ganz gut halten. Ja? Das heißt, das ist so dies. Dann auch spannend, man hat Menschen abnehmen lassen durch Diät, also ohne Shakes. Also das heißt, die haben abgenommen, indem sie geschult wurden, wie esse ich kalorienbewusst, sage ich jetzt mal. Ja? Geht. Nochmal, mein Gott, sagen Sie, das geht schon. Ja, das sind ja die üblichen Programme. Ja? Und dann hat man geguckt, jetzt versuch mit dem, was du gelernt hast, also mit diesem kalorienbewusst Essen, wo du abgenommen hast, auch dein Gewicht zu halten. Weil das Spannende ist immer das Gewicht halten, nicht das Abnehmen.
Ja, abnehmen ist ja ganz einfach. Mit dem Rauchen aufhören, habe ich auch schon 5-mal gemacht. Ja? Also versuch dein Gewicht zu halten. So. Das ist auch im großen Teil gelungen, das Gewicht zu halten, aber ein großer Teil, fast 40%, hat wieder zugenommen. Ja? Und der anderen Gruppe hat man gesagt, die haben auch genauso abgenommen, also durch Diät allein. Denen hat gesagt, du darfst morgens einen Shake trinken. Da haben deutlich mehr gehalten und deutlich weniger haben wieder zugenommen. Damit das klar ist, es gibt Menschen, die erhalten ihr Gewicht durch dreimal Essen, die brauchen keinen Shake. Ja? Aber bei vielen klappt das nicht. Viele kommen dann besser klar, wenn sie ab und zu, sage ich immer, mache ich auch eigentlich unter der Woche, ja, einen Shake einsetzen. Aber selbst da nehmen auch manche nochmal zu. Also der Shake allein macht es auch nicht. Ja, also muss man auch wissen, warum. Also es ist genau gleich, wenn ich ohne Frühstück am Haus gehen, esse mittags kreuz und quer. Es gibt auch Leute, die schaffen es, morgens einen Shake zu trinken, auch mittags auch kreuz und quer zu essen. Und ne, die denken, jetzt habe ich einen Shake getrunken, kann ich essen, was ich will. Das geht auch nicht. Sie lachen, aber es ist eigentlich so logisch. Aber die Leute meinen immer, es gäbe irgendein Wunder. Ne? Also am Ende nochmal zählen die Kalorien und ich muss meine Ernährung umstellen. Deshalb machen wir ja hier auch immer diese ausgiebigen Kurse. Ja? So, und deshalb sage ich heute, für viele Menschen kann es sinnvoll sein, dieses Intervallfasten zu modifizieren, also morgens nicht wegzulassen, sondern morgens Eiweiß bei wenig Kohlenhydrate. Und idealerweise, deshalb arbeiten wir mit Mahlzeitersatzprodukten, also eine komplette Mahlzeit zu sich nehmen. Weil der Körper misst ja nicht nur auch Eiweiß, sondern misst ja auch insgesamt die Ernährung, sage ich einfach mal. Ja? Und wer sich da auskennt, weiß, über Nacht geht mein Insulinspiegel runter, sagen wir hier ab 22 Uhr. So, ich habe dann die ganze Nacht Fettverbrennung. Und jetzt das Tolle, wenn Sie nichts frühstücken, haben Sie weiter Fettverbrennung. Aber wenn Sie einen Shake nehmen, haben Sie weiterhin Fettverbrennung, weil der ist so kohlenhydratarm, dass Sie die Schwelle der Fettverbrennung nicht überschreiten. Weil dieser Shake jetzt Molkenprotein enthält, wenn er Molkenprotein enthält, stimulieren Sie die Fettverbrennung. Also Sie verbrennen ab hier mehr Fett, als wenn Sie ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Ihr Körper ist versorgt, weil der Eiweißhunger gestillt ist. Also als ich in der Praxis war, und es kam so um 10, 11 Uhr Patient, also ich habe jedem Patient die Hand gegeben. Geben Sie mir mal die Hand. Dann habe ich dem Patienten mir die Hand gegeben und habe ich gesagt, warum haben Sie noch nicht gefrühstückt? Dann hat er mich angeguckt, woher wissen Sie das? Weil der Patient eine eiskalte Hand hatte. Ja? So. Nee, Eiweiß erhöht die Thermogenese, Eiweiß steigert die Wärmeproduktion. Und wenn Sie ohne Frühstück aus dem Haus gehen, der Körper merkt, er kommt in den Mangel, da fährt er schon mal, macht er mal die Schotten dicht. Verstehen Sie? Ganz, ganz typisch, ja. Das heißt, Sie haben weniger Fettverbrennung, als wenn Sie was frühstücken. Und der Körper ist versorgt. Und Sie haben dann, ist es Ihnen viel leichter, weil der Hunger nicht mehr so groß ist, mittags und abends ganz vernünftig im Sinne dieser mediterranen Kost Kohlenhydrat reduziert zu essen. Und bitte dann auch nur noch 2 Mahlzeiten, damit Sie hier zwischendrin auch Fett verbrennen können, ja. Es gab ja die Reklame Deutschland um 9:30. Ich sage jetzt nicht den Namen. Jetzt gibt es die Reklame Deutschland um 3:30. Hast du das schon gesehen? Ne? Von der gleichen Firma. Deutschland um 9:30 und jetzt Deutschland um 3:30. Ja, also das heißt, jetzt nicht mal einmal ein Frühstückchen, jetzt gibt es noch nachmittags auch noch einen Snack. Eine Katastrophe, weil dann knallen sich das hier rein, keine Fettverbrennung mehr. Ja? Also das ist der Vorteil. Ja? Und dann sage ich jetzt immer, es kommt ja darauf an, was Sie erreichen wollen. Ja, wenn Sie Gewicht halten wollen, dann reicht es auch aus, dass Sie unter der Woche, sage ich oft, wenn es schnell gehen muss, wenn ich keine Zeit habe, wenn ich auf die Arbeit muss, dann mache ich mir einen Shake. Und am Wochenende oder wenn ich im Hotel bin und ich ausgiebig frühstücken kann, dann nenne ich das Frühstück Schlemmen. Ja, dann habe ich Zeit, mir ein weich gekochtes Ei oder zwei zu machen. Ich habe vielleicht frische Brötchen gerne auch gekauft, 1, 2 Vollkornbrötchen in Lachs oder was, wenn ich also schön ausgiebig frühstücken. Coffee to go. Der Kaffee ist ja nicht schlimm, der Coffee to go. Was ist das Problem? Zucker dran. Ja gut, machen wir ohne Zucker. Schon richtig, wenn Sie Zucker reinmachen. Ja, das machen wir den Kaffee aber ohne Zucker. Was ist dann trotzdem das Problem? Kaffeestückchen. Genau, weil ich noch eine Hand frei habe. Ja? Und den Kaffee gibt es beim Bäcker in der Regel. Das ist ja ganz witzig. Und bestellen Sie sich mal morgens einen Kaffee. Sie werden immer gefragt. Sie werden selbst beim Tanken heute gefragt, wollen Sie noch das oder das oder das? Ja? Und wenn Sie da nichts gefrühstückt haben, wollen Sie Nein sagen, aber der Bauch sagt ja. Ja, es ist so. So läuft das Ganze. Und wenn Sie aber, deshalb sage ich immer dann, wenn ich eigentlich eher zu Fast Food greifen würde, wieder Englisch. Fast Food heißt auf Deutsch?
Fast heißt also beinahe und Food heißt Essen. Also beinahe Essen, kein richtiges Essen heißt Fast Food. Ne? Im Anführungszeichen Fast Essen. Ne? Also wenn Sie auf schnelles Essen zurückgreifen, ja, dann ist es besser, wirklich auf sowas zurückzugreifen, so eine Formula, die gut zusammengesetzt ist. Ich habe gesagt, was kommt, wo kommt es bei dem Shake drauf an? Also er muss Eiweiß drin haben. Und idealerweise 60 Gramm oder mehr, ja, in 100 Gramm Pulver. Das Molkenprotein hat wirklich einen Effekt, den das Sojaprotein und andere nicht haben. Es stimuliert die Fettverbrennung, es stimuliert Glukagon. Und Molkenprotein, gibt es auch schöne Studien, entfettet die Leber. Die im Leberfasten waren, wissen, was ich damit meine, wie wichtig das ist. Ja? So, dann muss er natürlich kohlenhydratarm sein. Je weniger, desto besser. Auf jeden Fall weniger als 10 Gramm und 100 Gramm Pulver. Nicht 20, nicht 30 Gramm, nicht 40 Gramm. Also Sie kriegen Shakes, die haben mehr, wie gesagt, mehr Kohlenhydrate als Eiweiß dran. Gehen gar nicht. Gehen nicht. Ja? Ideal ist, da gehe ich gleich noch drauf ein, wenn so ein bestimmter Ballaststoff drin ist, dieses Beta-Glucan. Der ist aus dem Hafer. Da weiß man heute, das hat früher diesen Effekt gehabt bei den Hafertagen, dass die Diabetiker der Blutzuckerstoffwechsel sich gebessert hat. Heute wissen wir aber, es ist gut für die Mikrobiota. Also früher haben wir Darmflora dazu gesagt. Und Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn das ein sogenannter Mahlzeitersatzcheck ist. Es gibt in Deutschland eine Diätverordnung vom Gesetzgeber, europaweit gilt die. Ja, und da sagt man, wenn ich ein Essen ersetze, sollte er auch dafür gemacht sein, sollte komplett sein. Sonst kriegen Sie vielleicht einen anderen Mangel, dass Sie Haarausfall kriegen. Oder so. Ja, also er sollte komplett sein. Und das regelt in Deutschland die Diätverordnung. Also wenn da Mahlzeitersatz draufsteht, sind Sie schon mal ganz gut. Und wenn er die Kriterien noch erfüllt, dann sind Sie noch besser. Beta-Glucan. Das ist ein Ballaststoff, den man aus dem Hafer extrahiert. Also, ja? Und dieser Ballaststoff ist für mich so der Shootingstar der letzten 2-3 Jahre. Ich sage, das ist einer der wichtigsten Ballaststoffe. Ballaststoffe grundsätzlich sind wichtig. Ja? Aber dieses Beta-Glucan hat besondere Eigenschaften für unseren Darm. Also es bindet Cholesterin und beugt damit auch gewissen Erkrankungen vor. Gut. Aber viel wichtiger ist, dass dieses Beta-Glucan von unseren Darmbakterien gefuttert und verstoffwechselt wird. Das ist Nahrung für unsere Darmbakterien. Und die machen daraus sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Ja? Propionat, Butyrat. Ja? Brauchen Sie sich jetzt nicht unbedingt zu merken. Aber seit einigen Jahren wissen wir, dass unser Darm ganz viel mit Übergewicht, mit vielen Erkrankungen zu tun hat. Aber auch mit Steuerung der Sättigung. Also es gibt eine direkte Verbindung vom Darm zur Leber und es gibt eine Verbindung vom Darm zum Hirn. Und wenn wir eine Störung der Zusammensetzung der Darmbakterien haben, woher kommt so eine Störung der Zusammensetzung der Darmbakterien? Falsche Ernährung. Ja? Also wir wissen heute eine ballaststoffarme Ernährung, also viele schnelle, einfache Kohlenhydrate, Weißmehlprodukte ist schlecht dafür. Gehärtete Fette, die sind in Fertigprodukten, sind schlecht dafür. Alkohol auch. Ja? Also falsche Ernährung. Was noch? Medikamente. Welche insbesondere? Antibiotika. Ja? Was grundsätzlich gute Medikamente sind, wenn sie dann eingesetzt werden, wenn ich sie brauche. Also gegen Viren, gegen Grippe oder der Saarländer sagt die Freck, helfen Antibiotika nicht. Werden zu viel verordnet. Aber ich will nicht gegen Antibiotika reden. Man braucht sie schon. Ja? Weil ich habe noch in meiner Ausbildung viele Menschen gesehen mit Herzklappenfehlern. Das sehen Sie heute kaum noch. Weil das waren früher oft diese Mandelentzündungen etc., wo dann quasi Bakterien sich dann im Blut an die Herzklappen gesetzt haben. Also deshalb ist es schon ganz gut, dass wir Antibiotika haben. Aber sie sollten dann eingesetzt werden, wenn man sie braucht, gegen bakterielle Infekte und nicht einfach gegen Viren. Wer von Ihnen hat denn noch nie Antibiotika eingenommen? Gut, also jeder hat schon mal Antibiotika eingenommen. So, wer von Ihnen hat denn schon mal eine richtige Darmkur, sage ich jetzt einfach mal, gemacht? Einen Darmaufbau? Einige, ja? So, also wenn Sie Antibiotika nehmen, nicht beim ersten Mal, aber wenn Sie ab und zu, also vielleicht haben Sie auch zweimal im Winter gebraucht oder sowas, ja? Dann sind diese Antibiotika halt gegen Bakterien. Und sogar ganz genau nur auf die eine Sorte gehen die auch nicht, sondern es gibt welche, die sind sehr breit angelegt, es gibt welche, die sind spitze angelegt. Sie schlucken das und geht erstmal in den Darm. Und dort haben wir ja auch Bakterien, die wir ja brauchen. Ohne diese Bakterien könnten wir überhaupt nicht leben. So. Und wenn diese Antibiotika jetzt diese Bakterien in der Zusammensetzung stören, dann wird dieser Darm durchlässiger.
permeabel heißt durchlässig. Ja? Also ich sage, der Darm ist an sich wie ein feines Sieb. Und er lässt nur bestimmte Sachen durch, die dann natürlich direkt sofort in die Leber kommen. Ja? So. Und die anderen Sachen sollen raus. Und wenn jetzt dieser Darm in seiner Filterfunktion gestört ist, dann ist das wie ein grobes Sieb. Jetzt lässt er Sachen durch, die nicht da reingehören. Und dann macht das im Körper Entzündung und Probleme. Das ist also das große Problem. Und wir haben hier, das sollte jetzt der Darm von innen sein. Also hier wäre quasi der Stuhl und hier ist die andere Seite, wo dann die Blutgefäße sind. Dieses Darmepithel, also die Darmzellen, ist eine ganz dünne Schicht. Und diese Schicht wird geschützt durch eine dicke Schleimschicht. Und diese Schleimschicht wird durch Bakterien aufgebaut. Und wenn jetzt die Bakterien ihrer Zusammensetzung gestört sind, dann wird diese Schleimschicht sehr dünn und es können eher Bestandteile durchgehen. Ja? Und die wandern auseinander. Und jetzt gelangen hier bestimmte Stoffe, zum Beispiel Zerfallsprodukte aus den Zellwänden der Bakterien, die normalerweise ausgeschieden werden. Ja, diese Lipopolysaccharide gelangen jetzt plötzlich ins Blut und kommen übers Blut zur Leber. Und wenn hier Inflammation steht, heißt das auf Deutsch Entzündung. Und dann steht hier unten, Insulinempfindlichkeit geht runter. Das nennen wir Insulinresistenz. Das Gleiche passiert am Muskel. Der lässt jetzt plötzlich den Zucker nicht mehr so gut rein. Also Blutzucker steigt an. Ja? Es passiert am Fettgewebe. Es passiert sogar am Gehirn, sage ich jetzt mal, am Hypothalamus. Ja? Und was steht jetzt hier? Food Intake, also Essen, Aufnahme geht hoch. Sie haben plötzlich mehr Hunger. Ja? Und immer haben Sie das Problem Entzündung und das Insulin wirkt nicht mehr so richtig. Ja? Und deshalb ist es immer gut, parallel dazu, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt hier so mit Intervallfasten was machen, nicht nur Eiweiß zu geben, sondern auch gleichzeitig was für den Darm zu machen. Ja? Und mit dem Darm, mit Ballaststoffen, können Sie nie was falsch machen. Ballaststoffe braucht jeder. Es ist kein Medikament, gar nichts, ist eigentlich immer richtig. Weil dieses Leaky Gut fördert eben, dass Sie zunehmen, dass Sie eine Fettleber bekommen oder dass Sie zuckerkrank werden und andere Sachen auch noch. Ja? Und das ist einfach das Tolle. Und das Nächste, was das Beta-Glucan macht, es verlangsamt die Magenentleerung. Ja gut, da habe ich länger den Bauch voll. Gut oder schlecht? Gut, warum? Sind Sie länger satt? Weil Sättigung heißt Fülle, Bauchfüllung. Ja? Also, wenn Sie eine dünne Suppe essen, da sind Sie nicht lange satt, die läuft ab. Ich kann jetzt Wasser trinken, Bauch voll, läuft ab. Wenn Sie aber was essen, was lange im Magen drin ist, sind Sie länger satt. Ganz einfach, ja? Das heißt, wenn ich jetzt, und Ballaststoffe liefern ja keine oder wenig Kalorien, also, ja? So, das heißt also, ich kann jetzt einfach eine bessere Sättigung erreichen, ohne dass ich die Kalorien erhöhe. Und wenn ich satter bin, esse ich bei der nächsten Mahlzeit weniger. Das heißt, es verstärkt die Wirkung vom Eiweiß. Es ergänzt sich. Und ein guter Darm, eine gute Mikrobiota ist natürlich auch gut fürs Immunsystem etc. Und dann haben wir etwas, was ich vorhin gesagt habe. Fermentation heißt, die Darmbakterien verdauen dieses Beta-Glucan, futtern das. Ja? So. Und dann entsteht, wie gesagt, diese Propion- und Buttersäure. Ja? Propionat und Butterat. Und das führt dazu, dass diese Stellgrößen, diese Rezeptoren für das Insulin wieder scharf gestellt werden. Also die Insulinresistenz wird weniger. Das heißt, der Körper braucht weniger Insulin, um den Zucker reinzubringen. Und Insulin blockt ja Fettverbrennung, macht Hunger. Also weniger Insulin ist eigentlich gut. Und es kommt hier oben an, Hypothalamus, haben Sie vorhin gesehen, diese Sättigung. Sie lösen eine zentrale Sättigung aus. Das heißt, der erste Effekt, das ist satt, ist, der Bauch ist länger voll. Und dann kommt aber hier oben auch die Meldung noch, lange satt. Dann sind Sie plötzlich nicht mehr ein, zwei Stunden satt, sondern vier, fünf Stunden satt. Ja, das ist der Effekt von, und das ist relativ neu, wir haben mit Ballaststoffen, die quellen nur ein bisschen und sowas. Das sind so, wenn Sie Vollkornbrot und sowas essen. Aber Ballaststoffe, die, also das sind die Zellulose, die nicht aufgespalten werden können. Ja, aber diese löslichen Ballaststoffe, die Darmbakterien verarbeiten können, die haben dann so wie Signalwirkung, Steuerwirkung in unserem Körper. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Ja? Gehe ich kurz drüber. Es wirkt sich gut, positiv auf die Bauchspeicheldrüse aus, wo das Insulin gebildet wird. Und sie kletten, ich sage mal ganz einfach, sie kletten den Blutzuckerspiegel. Und wer bei mir im Kurs war, weiß, wenn der Blutzucker hochschießt und der fällt ab, kriegen Sie Hunger. Diese Blutzuckerschwankungen. Ja? Also wenn Sie was essen, was Süßes, halbe Stunde später haben Sie Hunger. Trinken Orangensaft, halbe Stunde später haben Sie Hunger. Essen ein Stück Schokolade. Ja? Das ist, ja? Und wenn jetzt der Blutzucker gleichmäßiger ist, dann haben Sie auch weniger Hunger. Das ist der Effekt, den man dann auch mit dem Beta-Glucan hat.
Und ich habe vorhin gesagt, die Insulinwirkung verbessert sich. Das muss ich Ihnen jetzt erklären, ist aber relativ wichtig. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Zuckerbelastungstest, oraler Glukosetoleranztest. Ja, Sie nicken, das kriegen die Frauen in der Schwangerschaft gemacht, aber auch wenn man Verdacht hat, dass jemand Diabetes hat. Sie kommen nüchtern in die Praxis, kriegen so eine süße Lösung zu trinken, das sind 75 Gramm Traubenzucker, Glukose, und dann wird der Blutzucker gemessen. Und da sieht man, wie der ansteigt und wie er wieder abfällt. Und das hat man jetzt hier bei 50 übergewichtigen, gesunden Menschen. Also sie hatten keinen Diabetes und nichts. Ja? So, die hatten nur so leicht erhöhten nüchtern Blutzucker. So, da haben wir gesagt, das ist so Prädiabetes. Also sie sind nicht krank, haben keine Tabletten, aber die steuern so auf eine Art Zucker zu. Da hat man diesen Zuckerbelastungstest gemacht und hat man gesehen, oh, der geht ganz schön hoch, der Blutzucker. Aber nach 2 Stunden sind sie gerade so an der Grenze, man sagt unter 140. So, und jetzt hat man eins gemacht. Den hat man dann 12 Wochen lang Beta-Glucan gegeben. Den einen 3 Gramm, den anderen 6 Gramm. 12 Wochen lang. Und nach den 12 Wochen hat man bei den gleichen Leuten dann diesen Test wiederholt. Da sind die auch morgens wieder nüchtern gekommen, also nichts vorher genommen, sondern die haben das vorher 12 Wochen lang genommen. Morgens nüchtern gekommen, haben wieder ihre 75 Gramm Traubenzucker getrunken und man hat den Blutzucker gemessen. Und man sieht, er steigt bei weitem nicht mehr so hoch an. Nur noch knapp so 160, ne? So, und er ist hinterher deutlich niedriger, bei 115 statt bei 135. Ja? Und man sieht, zwischen 3 und 6 Gramm ist eigentlich kein Unterschied, grün und rot ist eigentlich gleich. Das weiß man, die maximal 3 Gramm reichen. Ja? So, das heißt, wir haben hier einen Effekt durch dieses Verändern. Das Beta-Glucan, wie gesagt, wurde ja nicht vom Test genommen, sondern die Wochen vorher. Wir haben einen Effekt, wie ich eben gesagt habe, weil das dann über die Darmbakterien verstoffwechselt wird, dann auf diese Zuckerrezeptoren wirkt, diese GLUT4-Rezeptoren, dass plötzlich der Blutzuckerstoffwechsel sich wieder normalisiert. Ja? Das, übrigens, das haben wir auch im HEPA-Fast drin. Deshalb die Diabetiker wundern sich immer, wie schnell der Blutzucker besser werden kann. Das ist ein Effekt von diesem Beta-Glucan oder wer das andere kennt, das Hepalin auch. Ja? Und das haben wir gesagt, das machen wir so einen Daystart mit rein, weil dadurch kriegen wir Blutzuckerschwankungen besser hin. Ja? Und dann hat es natürlich noch einen Effekt, es bindet auch noch Gallensäuren und senkt nachher auch noch Cholesterinspiegel. Das merkt man aber das nimmt man gerne mit. Ja, nimmt mal gerne mit. Aber für mich eigentlich das Wichtigste, es macht lange satt. Ja, also wenn ich jemanden habe, der sagt, oh, er hat aber trotzdem noch Hunger, sage ich, wir nehmen um 11 Uhr so einen Beutel, wir haben so einen Trink, so einen Ballaststofftrink mit verschiedenen Ballaststoffen, aber auch Beta-Glucan drin, der heißt Hepalin, nimm so einen Beutel. Das heißt, dieses modifizierte Intervallfasten hat eben den Effekt, dass sie hier Eiweiß haben, alles, was ihr Körper braucht, Mahlzeitersatz. Und Sie haben, wenn Sie das Daystart nehmen, auch noch dieses Beta-Glucan damit drin. Ja? Was Sie nicht nur länger satt macht, sondern was auch nach einigen Wochen immer, wird es immer besser mit den Schwankungen. Ja? Dann haben Sie übrigens auch weniger Süßhunger. Wenn der Blutzucker nicht mehr so schwankt und Insulin niedriger ist, haben Sie nicht mehr diesen Hunger auf Süß, berichten ganz viele der Patienten. Ja? So, Sie essen dann in der verbleibenden Zeit idealerweise 2 vernünftige Mahlzeiten. Aber auch hier nochmal, so wie wir es immer sagen, Salat von weg, Gemüse ohne Begrenzung, hochwertige Eiweißträger. Wenn man will, gerne auch ein paar Kohlenhydrate. Deshalb geht der Spiegel ja hier hoch. Sie müssen nicht, Sie können. Ja, wenn Sie gern viel Kohlenhydrate essen, was müssen Sie dann machen? Sport. Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Ja, das ist nämlich das Ideale. Aber hier sollten immer 4 bis 6 Stunden dazwischen sein. Ja? Also es ist eigentlich, wenn Sie hier um 12 zum Mittag essen, 12 gibt gestern, dann sollen Sie um 18 Uhr zu Abend essen. Ja? Die meisten essen zwischen 12 und 1 und die Abendmahlzeit 18, 19 Uhr sowas. Ja? So. Das heißt, ja, dann, das kann man machen, aber das ist dann, wenn man abnehmen will. Also wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich mache hier auch noch einen Shake, weil das ist ja nicht nur, dass Sie Insulinspiegel flach halten, sondern Sie haben ja auch wenig Kalorien. So ein Shake hat ja nur 250 Kalorien. Ja? So, das heißt, wenn Sie mittags auch noch einen trinken, dann nehmen Sie ab. Aber ich will jetzt, so nehmen Sie in der Regel auch ab, wenn Sie das 7-mal die Woche machen. Ne? Also wir machen das ja im Bodymeat-Programm, dass wir sagen, wir machen 2 Shakes. Aber das ist dann, wenn Sie 15, 20 Kilo abnehmen wollen. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Intervallfasten, werden Sie keine 20 Kilo abnehmen. Ja? Sondern das Intervallfasten, damit kann man 3, 4, 5 Kilo abnehmen. Ja, oder ich habe ja gesagt, wenn man es jetzt nur 3, 4 Tage die Woche macht, gar nicht jeden Tag, dann kann man damit sein Gewicht sehr schön kontrollieren. Ja? Also es geht ja nicht immer nur ums Abnehmen.
Ja, oder ich will vermeiden, dass ich zunehme, sagen wir mal so. Ja, also ich habe eben ja gesagt, wenn ich so unterwegs bin und sowas. Und man hat gar nicht die Möglichkeit, mittags am Bahnhof, Flughafen, wo wollen Sie da irgendwo was Vernünftiges essen? Ja? Dann kann man sowas wunderbar einsetzen. Oder wenn man im Urlaub war, will nochmal 2-3 Kilo weg haben. Ja? Also wer so, für den das macht, wenn ich 3 bis 5 Kilo abnehmen will. Aber da macht es auch Sinn, das dann 7 Tage die Woche zu machen. Und dann bei den Hauptmahlzeiten ein bisschen drauf zu achten. Ja? Aber ich sage ja, viele haben ja, ich habe vorhin das gezeigt, nach einer Diät das Problem, das Gewicht zu halten. Ziel sollte eigentlich sein, wenn es geht, ohne Shakes zu halten. Das ist immer die Kür. Aber, wie soll ich sagen, wir sind ja alle irgendwo menschliche Genießer. Und da kommt mal das Wochenende, da kommt mal das. Also ich bin auch ganz froh, dass ich die Shakes so zum Ausgleich habe. Ja? So, das heißt also, für den einen oder anderen kann es eine gute Hilfe sein, dass man dann sein Gewicht besser hält. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Eben wurde ich ja auch angesprochen. Ja? Hab abgenommen, jetzt merke ich, es geht so leicht wieder hoch. Frauen in den Wechseljahren, Gewicht geht hoch. Ja? Sie haben vielleicht irgendwelche Medikamente bekommen, Gewicht geht hoch. Sie können aus irgendwelchen Gründen, wo sie die ganze Zeit Sport gemacht haben, keinen Sport machen. Wenn sie sagen, Mensch, ich bin so in einer Phase, wo es hochgehen kann, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja? Ich habe das bewusst genommen, es gibt ja so eine Reklame. Ja, da geht es aber darum, um Abnehmen. Ja? Ich sage immer, die Produkte, die sie da kaufen, ich will so bleiben, wie ich bin. Wenn sie kaufen, bleiben sie genauso, wie sie sind. Also zum Abnehmen funktioniert das nicht. Aber wenn ich es halten will, da kann ich da clever mit einsetzen. Oder, wie gesagt, durch das Beta-Glucan habe ich ja gesagt, es ist ja auch für den Darm gut. Und ganz ehrlich, manchmal mache ich es einfach nur, weil es schnell, einfach geht, praktisch ist und fertig. Muss man auch sagen. Nee, nochmal, das muss aber jeder für sich entscheiden. Nochmal, der eine, es gibt Leute, die sagen, sie sind Frühstücker. Ich liebe Frühstück. Aber dann bitte in Ruhe. Ja, Montagmorgen, wenn in der Küche das Chaos ist von den Jungs und nichts da ist, nochmal, kann man vergessen. Ja? Wenn ich Montag, wenn sie 4 Jungs haben, die sind ja, nicht Gott sei Dank, leider sind sie jetzt nicht mehr alle daheim. Muss auch vorsichtig sein, was man sagt. Ja? Aber wenn die am Wochenende heimkommen ab und zu und dann kommen noch Freunde da, ja, da wird ja auch noch gekocht und was weiß ich. Sie kennen das ja wahrscheinlich. Ja? Und wenn ich da montags morgens in die Küche komme, gut, also. Ich bin ja selber schuld, wenn ich sage, bringt das Zeug in die Küche. Nur irgendwie schaffen die es nicht noch in die Spülmaschine rein. Oder wenn es gerade gelaufen ist, räumen die nie aus. Also es steht immer alles voll. Ja, und dann schaffe ich es gerade noch irgendwie so an die Kaffeemaschine ranzukommen, damit ich meinen Kaffee kochen kann. Und das Einzige, was dann noch geht, Gott sei Dank haben wir Oberschränke, da stört das Zeug, was da rumsteht, nicht. Ja, dann mache ich einen Oberschrank auf, hole einen Shaker, hole das Pulver raus und mache mir einen Shake. Ja, weil sonst ist ja auch nichts da, außer ist der Kühlschrank leer gefuttert, wenn die da am Wochenende da drüber herfallen. Sie kennen das ähnlicher Form. Sehen Sie? Dann ist es einfach schnell, bequem und lecker. So. Also das ist so die Art. Ja? So, und so Shake, wie gesagt, den kann man Magerquark, Joghurt, Dickmilch, Kefir einmachen. Da kann man auch den Geschmack variieren. Ich bin ein Freund immer von diesen Beeren. Also ich kaufe mir immer, kriegen Sie heute ja überall diese Bio-Beeren. Ja? Und Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren. Ja? Und ich mache das inzwischen so, dass ich mir die immer frisch kaufe. Die werden aber sehr schnell matschig. Ja? So, deshalb mache ich mir so kleine Päckchen, auch gemischt, und mache den ins Eisfach, am Kühlschrank das Eisfach. Und wenn ich mir dann morgens so einen Shake mache, ja, ich mache das in der Regel Milch, wie gesagt, dann kommen die Beeren rein, dann müssen sie aber einmal mit dem Mixer durch, und zwar haben sie die ganzen Stücke drin, dann kriegen sie richtig schönen Geschmack. Ja, und Beeren sind super. Beeren sind voller Antioxidantien. Das ist eigentlich das Gesündeste, was sie essen können, Beeren. Ja. Und, was viele nicht wissen, wenn sie da 50 Gramm Beeren reinmachen, ja, da redet man von 2-3 Gramm Kohlenhydrat. Das ist nicht viel. Ja? Beeren, nicht irgendwas anderes so. Ja? Also das heißt, da haben sie auch noch ein bisschen Geschmack drin, sie haben Antioxidantien, da haben sie auch diese Kerne so ein bisschen drin, habe ich auch gerne. Sind ja auch nochmal Ballaststoffe, sind ja ballaststoffreich, Beeren, also super. Ja? Und da kann man sich richtig leckeres Frühstück machen, und wenn man es löffeln will oder sowas, dann kann man sie ganz lassen, wenn man sich das Days dazu in Quark macht. Oder ich mache mir manchmal auch einen Kaffee rein oder sowas. Ja? Gut, zum Schluss. Früher haben wir es immer genannt, der Hammer-Tipp. Ja, also ich sage nicht ganz Hammer-Tipp, also die Schlank-Kombi. Weil wenn man jetzt sagt, ich will dieses Intervallfasten machen, um wirklich Fettverbrennung voranzuführen und vielleicht auch wirklich abzunehmen. Will aber nicht zweimal am Tag shaken und sowas, weil das ist mir zu eingreifend, nur morgens weglassen und sowas. Ja? Dann sage ich, ist ideal, so einen Shake zum Frühstück zu machen. Ich empfehle dann so... Das Hepalin ist dieser Ballaststoff drin mit dem Beta-Glucan.
Ich empfehle das dann so um 11 Uhr, da hat man oft so ein bisschen Hungerloch. Schmeckt lecker, man hat nochmal eine Sättigung. Geht ja? Die Verbrennung dann nicht hoch? Nee, der Hepalin ist rein, der ist zuckerfrei. Mhm. Der ist zuckerfrei, der hat nur Ballaststoffe drin, aber auch noch Carnitin, also etwas, was die Fettverbrennung ein bisschen ankurbelt. Es sind aber keine Kohlenhydrate drin. Wichtig, ja, ist eine gute Frage. Also haben völlig recht, wenn Sie da was trinken, wird ein Orangensaft, geht nicht. Das ist ein Ballaststofftrink, ja. So, und dann reicht in der Regel bei vielen, dass sie dann einem abends, ich bin Freund von diesem Weight Support 4, weil das ist, das unterstützt, ich sag mal, die Fettverbrennung jetzt einfach, ich erkläre es gleich. Und dann haben sie quasi diese 16 Stunden angestoßen über Nacht, ja. Mit den Kapseln habe ich immer das Problem mit dem Schlucken, ne? Also ja. Mit dieser harten Kapsel. Ich nehme mir die Kapsel dann immer, ich kann es einfach nicht schlucken, es bleibt. Ja, es können keine Kapsel schlucken, aber die sind ja scharf. Hart, ja. Aber wenn sie aus... Ich muss mir dann einfach in irgendwas rein. Gut, okay, Respekt. Also, sie weil... Sie haben das nicht in einer anderen Form, in anderen Kapseln oder so, weil die Kapsel ist immer sehr, sehr hart zum Schlucken. Gut, also... Also die Härte ist ja beim Schlucken egal, aber normale haben wir ja fast alle. Die Kapseln haben einfach den Vorteil. Deshalb bin ich ein Freund eigentlich von Kapseln, weil sie da eben diese ganzen Zusatzstoffe nicht brauchen. Sobald sie eine Tablette haben, brauchen sie eine Pressmatrix, damit die fest und glatt und sonst was ist. Und da haben sie vieles Zeug, was sie nicht brauchen. Bei der Kapsel haben sie eine Hülle und beim Weight Support, das ist Zellulose, also rein pflanzliche Hülle und nur die Stoffe drin. Und sonst nichts, reiner geht nicht. Verstehen Sie, keine Farbstoffe, kein nix. Deshalb ist eine Kapsel besser. Sie können die Kapsel aufmachen, aber ich habe eben gesagt, Respekt, weil in diesem Weight Support 4 ist drin, also einmal dieses, was so scharf ist, das Capsaicin heißt das. Capsaicin ist der schärfe Stoff aus der Chili. Ja? Und wir hatten früher diese Kapseln gar in einer höheren Dosis, die haben richtig gebrannt. Also auf Deutsch gesagt, wenn sie scharf essen, schwitzen sie ja. Ja, wir wissen aber, diese Substanzen aus asiatischen Völkern, die so sehr scharf essen, mit viel Chili arbeiten, die schützen vor Krebs, sie sind gut für den Darm. Also sie haben viele positive Sachen. Nur deshalb habe ich gesagt, wenn Sie Kapsel aufmachen, Respekt, dann brennt das. Die ist scharf. Also dann machen Sie die Kapsel von mir aus in eine Tomatensuppe rein, haben Sie ein bisschen Chili oder sowas. Also ich könnte die, glaube ich, nicht offen, aber wirken tut's. Also das geht auch, wenn Sie es so machen, aber wie gesagt, schlucken ist einfacher. Dann ist noch Chrom drin, was den Blutzuckerspiegel ausgleicht. Das ist eine Substanz drin aus dem grünen Tee, das ist auch wichtig. Grüntee haben Sie vielleicht über diese gesunden Unterstütz auch abnehmen. Dieses EGCG, das hat ein Tierversuch so 3-4 Kilo im Jahr gebracht. Ja, also das ist aber ein Antioxidant. Und dann eben nochmal das L-Carnitin, was, wenn Sie sich bewegen oder ein kalorienreduziertes Programm machen, das Fett mehr zu den Öfen, den Mitochondrien bringt, wo Sie dann abnehmen. Ne? Carnitin ist kein Fettburner, sondern nur ein reiner Transporter, aber im Rahmen eines solchen Konzeptes wirkt es unterstützend. Und die vier Sachen, deshalb heißt das Weight Support 4, sind drin. In der Regel sage ich, dann Hepalin getrunken und das abends beim oder nach dem Abendessen genommen. Ist ja der Beutel mit dem Hepalin. Ja, wird das genau. In Wasser aufgelöst? Ja, das kann man auch in anderen Sachen machen. Ja, also nur, das war ja eben die Frage, wenn Sie jetzt mit Orangensaft auflösen würden, geht ja der Insulinspiegel hoch. Ja, also und ein Kaffee schmeckt es nicht. Ja, also es ist so gemacht, dass es eigentlich im Wasser auflöst. Aber theoretisch können Sie auch in irgendwas anderes. Es gibt Leute, also mir schmeckt das nicht, die machen sich das in Sanafit oder sowas rein. Aber das würde ich dann nur eine Fruchtvariante reinmachen. Also ich trinke es am liebsten pur, das schmeckt lecker. Gibt zwei Sachen. Menschen sind unterschiedlich. Also ich löse mir das auf, ich mache es einfach Beutel auf, ein Glas Wasser, lasse Wasser drüber laufen, schwenkt dabei das Glas, das löst sich super gut. Und es gibt Leute, die lassen es gerne stehen, aber dann wird es steif. Das wird steif, weil, also ich sage, das soll eigentlich im Magen steif werden. Von der Wirkung ist egal, es gibt Leute, die haben das gern so steif, ich kann das gar nicht haben. Also nur, dass es wissen, wenn sie es auflösen und lassen es jetzt, was ich, eine halbe Stunde stehen, dann ist es steif, dann bleibt der Löffel drin stehen. Der eine hat es gern so, der andere nicht. Also ich trinke es gerne frisch. Ne? Das ist für mich so ein schönes, fruchtiges Getränk, weil ich so gerne auch zusätzlich... Eine Frage, kann ja? Man den Shake auch mit warmer Milch machen oder muss man... Nee, also grundsätzlich können Sie auch eine warme Milch nehmen. Ja. Nur wenn Sie einen Shaker haben und haben eine warme Milch, also ich sag mal eine sehr warme Milch und schütteln dann wird die Luft heiß. Was passiert dann? Dann macht es platsch.
Und dann haben sie eine richtige Schweinerei, weil Eiweiß klebt. Also wenn ihnen, das ist das Problem. Also wenn sie was mit warm machen, dann nicht einen Shaker, den sie verschließen, sondern in einem offenen Gefäß mit einem Mixstab. Aber das geht schon nicht. Das geht schon. So, nur sie dürfen Eiweiß nicht kochen, weil dann flockt es aus. Wie sehen Sie beim Ei, das wird fest. Oder Menschen über 42 Grad, wenn unser Eiweiß fest, dann sind wir tot. Ja? Und so ähnlich ist auch. Das wirkt zwar auch noch, aber das wird dann ausflocken. Aber wenn sie das so warm haben, so kein Problem, aber nicht im Shaker, das... Der platzt, also das gibt eine Schweinerei. Grundsätzlich geht es aber in warmer Milch auch. Die muss nicht eiskalt sein. Gott, es gibt viele Leute, die es lieber warm haben. Gut, okay. Bin eigentlich am Ende, also ich wollte dir erklären, so ein cleveres Intervallfasten, ja, das nenne ich heute ein modifiziertes Intervallfasten. Modifiziert eben die Vorteile des Intervallfastens, ja, aber auch kombiniert mit den Vorteilen eines eiweißreichen Frühstücks. Ja. So, und wie gesagt, wie Sie das einsetzen, wie zum Abnehmen, zum Gewicht halten, zum Kontrollieren, das ist einfach so Ihnen überlassen, Ihrer persönlichen Situation. Okay, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank.